Teil Chelsea Waters und die Nummer 29 Alice Bremer. Sehr gut, variabel, Mid-Hits, Penetration, Ball zugesteckt und dann ein leichter Jumper für Freiburg. Und hier die einfachen, ich wollte gerade sagen, die einfachen zwei Punkte für die Veilchen, aber der Abschluss ist nicht drin. Sie wird dann aber gefoult. Lewis dann jetzt an der Linie und kann dort die ersten Punkte für die Veilchen heute erzielen. Christa Reed gleich nach einer Minute das erste Foul. Wir hatten beim Pokalspiel, wir erinnern uns, gegen Saarlouis hatte sie schon nach 5 Minuten 3 Fouls. Da müssen wir aufpassen. Sie hat uns sehr gefehlt in der Schlussphase, um das Spiel über die Ziellinie zu bringen. Saarlouis verwandelt beide Freiwürfe. Ja, auf der Aufrufposition haben wir ein spannendes Duell. Auf unserer Seite Britta Daub, auf der gegnerischen Seite Jenny Crowder. Die sind zusammen im Sommer 3x3 deutscher Meister geworden. Also die zwei kennen sich wirklich sehr gut. Ja, beides auch super athletische und schnelle Aufbauspielerinnen. Also das ist wirklich ein super spannendes Duell hier. Beide spielen über 30 Minuten. Britta bei uns sogar weit über 30 Minuten. Das wird wirklich sehr, sehr interessant. Okay, der Korb geht an Göttingen and one. Schönes Penetration rechts, das kennen wir sehr gut von Jenny Crowder, auch in der Nationalmannschaft. Ja, hat einen ganz, ganz starken Zug zum Korb. Ist da auch schwer zu verteidigen. Direkt erfolgreich. Ich glaube, in der ganzen Halle hat nur der Schiedsrichter dieses Vergehen gesehen. 99% hätten Schrittfehler gepfiffen, was absolut der Fall war. Harald Jansson hier, auch der Coach der Eisvögel, sofort nicht begeistert von diesem Call. Das sieht man von ihm ja selten in der ersten Halbzeit, aber das war so eindeutig, dass selbst Harald da aufspringen musste. Ja, normalerweise die Ruhe in Person. Oh, schöne Ballbewegung da unterm Korb. Aber Lewis hat Pech im Abschluss. Die Nummer 2. Waters. Bei Christa Reed ist es faszinierend, wenn man auch mal mit ihr Schusstraining macht, jeder Wurf ist identisch gleich. Es ist wie eine Maschine, es ist wirklich unglaublich. Und dabei ist sie immer so entspannt. Also im Gesicht merkt man ja nicht an, dass sie hier einfach solche Wurfquoten abliefert. Und wieder Crowder mit dem super Drive zum Korb. Gar nicht so einfacher Finish, außen Lauf nach vorne springen. Ja, da gilt es auf jeden Fall für die Eisvögel, Jenny Crowder hier zu stoppen, dass sie nicht jeden Angriff ans Brett kommt. Das war gerade eine ganz interessante Aktion für mich. Seit es diesen Halbkreis gibt, diesen sozusagen No-Charge-Raum, ist es ein Defense-Foul. Früher, sagen wir mal vor 3 Jahren, bevor diese Regel kam, wäre es ein ganz klares Offensiv-Foul gewesen. Ja, Crowder hatte eine gute Position, stand aber mit ihren Fersen auf diesen No-Charge-Kreis. Und währenddessen Emmy Kapitzer hier ihren ersten Freiwurf verwandelt, haben wir den ersten Wechsel auf Seiten der Veilchen. Und zwar mit der Nummer 9 haben wir jetzt auf dem Feld Maida. Freiburg bleibt bei dieser aggressiven Mann-Mann-Verteidigung, was ja sozusagen
das Markenzeichen der Freiburgerin ist. Aber hier in der Anfangsphase finde ich, hält Göttingen sehr, sehr gut dagegen. Ja, man lässt den Ball schnell laufen, attackieren gut. Und Lewis drückt hier aufs Tempo, verdribbelt sich dann aber so leicht hinten auf die Fersen und verliert den Ball. Chris Arie. Drückt schnell ab, so einen Meter hinter der Dreierlinie. Normalerweise würde man da immer sagen, ah, den Wurf bekommen wir später vielleicht auch nochmal, aber bei Chris Arie, die hätte bei mir auch das grüne Licht. Yes, die hat auf jeden Fall Green Lights on. Sehr schnelles Spiel hier, viele Possessions, Ups und Down. Absolut. Und man merkt schon, wie die Spielerin pumpt. Sie Winfield mit einem Dreier, das ist nicht ihre Stärke. Eigentlich keine Schützin, ja. Ja. Auch spannend, sie Winfield kam aus einer Krankheit jetzt wieder zurück. Mal schauen, wie fit sie heute schon sein kann, wie viel Energie sie aufs Feld bringen kann für die Eisvögel. Eigentlich ein klassisches Pick-and-Roll gerade gewesen, super gelesen von Crowder, aber der Center spielt nicht mit. Sie wollte sich unbedingt auf die Drei-Punkt-Linie positionieren, um den Dreier zu werfen, aber es wäre der einfache Zweier wäre da wirklich die richtige Lösung gewesen. Vier Minuten gespielt und die Spielerin ist total außer Atem. Es ist ein sehr, sehr hohes Tempo, was mir wirklich richtig gut gefällt. Ja, noch wenig Wechsel bis jetzt auf Seiten der Teams. Ja. Vor allem auch bei Freiburg wird interessant zu sehen, wie lange wer durchhält. Ja, hier eigentlich ein klares Mismatch gegen Winfield. Na, Kapizas Wurf wieder kurz. Schöner Cut zum Korb. Das war ein super Backpick-Gesetz von Maeda. Klein auf groß ist immer sehr effektiv, wenn da nicht gesprochen wird in der Defense, was ja nicht getan wurde, ist es immer ein easy layup. Von der dritten, ist es schon der sechste Punkt von Gregor Lover? Ja. Sie hat uns einen sehr guten Tag. Ja, auch wichtig, sie ein bisschen mit in die Rotation reinzubringen, ja. Vor allem im Scoring. Die Defensiv-Rebound-Arbeit von Freiburg gefällt mir heute ausnahmslos wirklich richtig gut. Ja, drücken direkt aufs Tempo. Jetzt nimmt Crowder das Tempo kurz raus, sortiert die Offense wieder. Hat ja auch ein Mismatch natürlich gegen Gergelova. Das war der schlechteste Wurf, den man hätte nehmen können. Unterm Korb musste Britta Taub Chelsea Waters verteidigen und das war eigentlich das bessere Mismatch. Aber das hohe Tempo scheint Göttingen nicht gut zu tun. Und mit der Nummer 4 haben wir Oevermann auf dem Feld, die jetzt hier auch direkt mal gegen Winfield den Ball nach vorne bringt. Schöne Handwechsel da. Eisvögel spielen super aggressiv. Doppeln auch das Pick and Roll. Da muss, dann darf man als Aufbauspieler den Ball einfach nicht aufnehmen, sonst kommt man in ganz große Schwierigkeiten. Ja, diese aggressive Trap-Verteidigung da, auf jeden Fall ein Konzept, Grundkonzept der Eisvögel über erste und zweite Bundesliga hinweg. Ja, wenn der Dreier gefallen wäre von Gregor Lover, dann hätte er heute einen ausgeben müssen. Das war sensationell gespielt. Wieder dieser Pick von klein auf groß, wieder die schlechte Abstimmung und wieder der freie Layup. Aber der muss gemacht werden. Ja, Waters da jetzt schon häufiger so ein bisschen fahrig am Brett, würde ich mal behaupten. Und jetzt hier auf der anderen Seite mit dem Foul.
Oh, das zweite Foul im ersten Viertel. Kriegt jetzt auch den Wechsel für sie auf dem Feld, die Nummer 8, Kretschmer. Sehr witzig, sie fordert den Videobeweis. Können wir ihr helfen, Lea? Ich weiß nicht so genau. Selbst wir können hier keinen Replay reinhauen. Und jetzt Annika Soltau an der Linie, kann heute ihre ersten Punkte für die Eisvögel erzielen. Beide daneben. Ich als Trainer wäre damit zufrieden gewesen. Den ersten hat sie zu kurz geworfen, den zweiten zu weit. Dann sage ich, okay, sie hat was gelernt aus dem ersten Wurf. Ja, und jetzt zum ersten Mal Pauline Meyer auf dem Feld. Britta Daub kriegt die erste Pause nach intensiven knapp 7 Minuten. Ist wichtig, dass, glaube ich, Meyer hier Britta Daub heute ein paar Entlastungsminuten geben kann. Man muss mal das jetzt genauer beobachten. Göttingen hat jetzt gerade 2-3 Zonen gespielt. Vielleicht spielen sie das auch nur bei Einwurf unterm Korb. Werden wir mal sehen beim nächsten Angriff, ob das dabei bleibt. Also Göttingen gefällt mir wirklich gut mit diesen Anspielen unter den Korb. Da haben die Eisvögel wirklich Probleme. Jetzt hier zweites Foul schon von Carla Gergelhofer. Nein, Göttingen geht nicht in die Zone. Sie sind, bleiben bei der Mann-Mann-Verteidigung. Lufer hier mit viel Selbstvertrauen aus dem Spiel gestern, aber der ist leider ein bisschen zu weit rechts. Und Sakaya Winfield mit ihrem zweiten Dreier. Ich werde nie wieder sagen, dass sie keine Dreier werfen können. Schöner Drive. Ganz starker Handwechsel, war eine Sensation. Ja, da geht die Tür kurz auf und dann ist Jenny Crowder durch. Das macht sie schon echt richtig stark. Guter Rebound von Annika Soltau, aber dann ein bisschen Pech. Ich finde, da muss man als Schiedsrichter genauer hingucken. Die Nummer 8 wusste nicht, wo der Ball ist und hat dann rausgeschoben im Hintern. Und das ist in meinen Augen dann nicht einfach abzuschließen für Annika Soltau, weil man diesen Schubser von unten bekommt. Genau, sie war eigentlich im kleinen Absprung und kriegt dann in der Hüfte so ein Po entgegen sozusagen. Und jetzt auf dem Feld Myrna Paunovic für Gergalova und zum ersten Mal auch Paula Paracic. Göttingen ist jetzt wieder in der 2-3-Zone. Das machen sie immer bei Einwurf oder im Korb bei Freiburg. Einwurf Baseline dann, ja. Schade, was für ein schöner Dreier. Pauline Meyer hat es, gefällt mir vom Schuss, von der Bewegung, ist wunderbar. Schöner Release, ja. Stark verteidigt. Schöner Block da von Luisa Nufer. Noch 3 Sekunden auf der Shot Clock. Jenny Crowder hat den Pass in den Corner nicht gesehen, da war der Dreier total frei. Aber man kann nicht alles sehen. Es bleibt weiterhin so frei, man kontrolliert das Tempo von diesem Spiel. Schöner Drive. Schönes Anspiel da von Crowder. Mehr noch auf Kretschmer. Sollte den Ball schnell loswerden. Es ist nicht ihre Stärke, den Ball zu bringen.
sehr viele Stärken hat Mirna Paunovic, aber das ist vielleicht nicht ihre Größe. Das ist richtig. Ein starker Curl von Paula. Super Anspiel. Diese Curls zu verteidigen ist nicht einfach. Man kommt mit dem Block rum, da weiß man als Verteidiger nicht, ob ich hinterherlaufen. Wenn ich hinterherlaufe, dann kommt dieser Curl direkt zum Korb. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Auf der anderen Seite dann Oevermann auch mit einer tollen Aktion unterm Korb gegen Paracic. Noch 10. Letzter Angriff für Freiburg, sollte man einen guten Wurf rausbekommen. Da ist der Dreier. Ein Dreier von Pauline Meyer ist immer ein guter Wurf. Ja, so kann man auf jeden Fall. Harald Jansson bleibt jung in der Aufstellung. Okay, Mirna hält vielleicht leicht den Altersdurchschnitt. Aber er vertraut diese 5, die zum Schluss auf dem Feld waren. Hier schöne Verteidigungsarbeit von den Eisvögeln. Mit dem Stil gekrönt von Paula Paracic. Die dann direkt im Anschluss des Fouls zieht. Ein wirklich tolles Kick-and-Roll gespielt. Schlecht verteidigt von Göttingen, nicht die Aufbauspielerin unter Druck gesetzt. Und Pauline hat es genau das Richtige gemacht, den Halbdistanzwurf zu dem. Den muss man machen, damit man die Verteidigung zwingt, härter zu spielen. Ja, den Wurf hat Pauline Meyer gestern auch schon in der zweiten Liga das ein oder andere Mal aufs Parkett gebracht. Und wieder offensiv gewonnen, schon wieder dritter offensiv gewonnen. Das ist natürlich super für die Mannschaft, für die Moral. Ja, gibt natürlich auch den Schützinnen dann das Gefühl, ich kann werfen, wir holen vielleicht den Rebound, wenn er daneben ist. Da konnte man jetzt keinen Rebound mehr holen, der Ball war festgesteckt. Der Ball steckt fest, soll ich kurz runter und das mal, den mal kurz wegholen? Nein, nein, die Zeiten sind vorbei. So mal kurz auf die Zehenspitzen stehen, oder, Swanny? Dann hast du den doch. Ja, der Bauch ist im Weg. Das darf jetzt der Schiedsrichter erledigen. Gut, und dann kann es auch weitergehen. Die Eisvögel bleiben im Ballbesitz aufgrund des Einwurfpfeils sozusagen. Also wenn der Ball da am Korb oben feststecken bleibt, wird einfach wie beim Sprungball entschieden. Und deswegen Ball für die Eisvögel. Den kann Mirna Paunovic auch auf jeden Fall, den Dreier. Ja, einige Rebounds geholt, da muss man wirklich cooler bleiben beim Abschluss. Aber Freiburg bleibt hart dran. Das gefällt mir richtig gut, diese junge Aufstellung. Jetzt hier Bremer mit den 2 Punkten. Ne? Schöne Bewegung da von Annika Soltau. Hat aber auch ein bisschen Pech im Abschluss. Ja, sie ist ein bisschen unkonzentriert im Abschluss. Sie macht tolle Bewegungen, hat super gute Würfe, Freiwürfe, aber man muss ihn halt dann auch noch reinmachen. Luis übernimmt hier viel Verantwortung auf Seiten der Veilchen. Schwieriger Wurf, aber wer trifft, hat recht. Aufgepasst von Meyer. Und die belohnt sich hier mit ihrem 2. Dreier. Das tut richtig, richtig gut. Auf jeden Fall. Dadurch auch Britta Daub jetzt schon mit einer längeren Pause, weil Pauline Meyer das echt gut macht hier auf dem Feld. Sakaya Winfield wieder auf dem Feld und auch Emmy Kapitza wird zurückkommen.
zwei Offensiv-Rebounds in Folge für Göttingen. Das haben die Eishockey bisher besser gemacht. Ja, der eine Wurf ist natürlich auch sehr weit nach hinten weggesprungen. Stimmt. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger. Man hat eine gute Position vor der Verteidigung. Aber das, da muss man sie dann schon recht weit zurückschieben, um den zu haben. Das stimmt. Starke Bewegung, wirklich stark verteidigt, aber die Bewegung war einfach zu gut. Was mir heute bei den Eisvögeln unheimlich gut gefällt, ist, der Ball läuft richtig gut. Es wird schnell nach vorne gespielt. Und dadurch muss Göttingen viel mehr laufen, als die Gegner bisher das machen mussten hier in Freiburg. Und Paunovic, oh, der war eigentlich schon drin. Starker Rebound. Schade, dass er da nicht diesen Piloten da anwerbt. So. Crowder wieder auf dem Feld. Ja, sie muss neue Energie reinbringen. Wenn man genau hinguckt, die Göttinger Spielerin sind heftigst am Pumpen. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Freier Dreier für Lewis. Wir waren bei Pauline Meyer, sehr gut aufgepasst. Schauen wir mal, was im Secondary Break geht. Ja, das Hochdruck ist verloren gegangen bei Kendrova. Aber es war ein sehr guter Wurf im Secondary Break. Das heißt, man hat nicht sofort den Abschluss. Man macht ein, zwei Bewegungen und bekommt dann nochmal einen freien Wurf. Ja, im Handball wird man das immer die zweite Welle nennen. Ganz genau. Falls wir ein paar Handballfans zu Hause sitzen haben. Oh. Ui, der war deutlich über dem Kopf von Pauline Meyer. Und jetzt Britta Daub wieder zurück und auch Krista Reed. Ja, wir haben 32:21, 5 Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit und wir haben wieder unser Starting Five, die ausgeruht jetzt auf dem Spielfeld steht. Das hatten wir nicht oft diese Saison. Nee, das stimmt. Ich glaube, so entspannt konnte Britta Daub auch die erste Halbzeit noch nicht so oft angehen. Jetzt hier wieder mit voller Energie, vollen Akkus auf dem Feld. Aber man muss auch sagen, die Veilchen im zweiten Viertel, halten sie den Abstand? Zur Viertelpause 12 hinten und jetzt mit 11 hinten. Also matchen hier auf jeden Fall das Niveau und die Energie der Eisvögel aktuell in den letzten 5 Minuten besser. Jetzt hier das erste Foul von Crowder. Ja, ein bisschen zu spät dran gewesen für diesen Block. Das ist das dritte Foul von Kregelova. Da ärgert man sich natürlich selber als Spieler. Da ist man ein bisschen zu spät und dann weiß man schon, welcher Call kommt gleich vom Schiedsrichter. Ja. Jetzt auch die Reaktion von Coach Jansson. Der bringt wieder Annika Soltau, um einfach zu vermeiden, dass hier Carla Gergelova das vierte Foul vielleicht sogar noch vor der Halbzeit begeht. Gerade auch, weil sie eigentlich im ersten Viertel eine gute Partie gespielt hat, möchte man sie dann noch ein bisschen länger dabei haben. Gutes Anspiel, aber gefühlt war Waters da ein bisschen überrascht von dem Pass. Es war ein tolles Anspiel und so wie du sagst, ich glaube, es war wirklich überraschend. Was mir gerade bei diesem Secondary Break wieder gefallen hat, bei dieser zweiten Welle. Also man hat wirklich einen tollen Schuss von 45 Grad, halb links. Normalerweise wirft man den mit Brett, aber wenn man sich sicher ist, wirft man ihn auch direkt, so wie Britta Daub ihn auch versenkt hat. Ganz interessant, der Wurfstil von unserer japanischen Spielerin. Maeda, ja, Nummer 9. Ja. Wirft beidhändig. Irgendwann gab es mal dieses Programm, ich habe es ja vorhin schon erzählt, in Japan, wo man gesagt hat, die Frauen sind zu schwach, muskulös, deswegen müssen wir umstellen und mit beiden Händen werfen. Und man sieht ganz viele japanische Spielerinnen, die mit beiden Händen werfen. Das ist für unser europäisches Blick natürlich, was total exotisch ist.
Ja, ein bisschen verwirrend auf jeden Fall. Annika Soltau wird da abgeräumt unterm Korb. 15 Minuten Spielzeit. Verdammt starkes Pick and Roll, ein verdammt starker Drive. Sie macht ihn natürlich jetzt nicht rein, aber es ist wirklich richtig, richtig gut, wie Jelly Crowder das ausspielt. Ich habe auch das Gefühl, die Eisvögel trappen bei Crowder das Pick and Roll nicht, sondern hatchen da nur kurz raus, um Geschwindigkeit rauszunehmen. Und trappen eigentlich nur die Pick and Rolls mit den anderen Spielerinnen. Musst du mal drauf achten, ja, ob dir das auch auffällt. Das ist wirklich interessant. Vielleicht auch einfach sich nicht in eine Position zu begeben, wo man sagt, okay, man geht voll ins Doppeln rein und wird dann aber geschlagen und muss dann hintenrum rotieren, weil man eben von dem Tempo von Jenny Crowder weiß. Ich glaube, das sehe ich genauso. Ich glaube, dass sie hat so viel Ballkontrolle, dass sie den Ball auch nicht aufnehmen würde im Doppelteam. Und dann hat man natürlich Schwierigkeiten. Du hast vollkommen recht. Drittes Foul, Kapitzer. Ein kleines Grübeln im Gesicht von Harald Jansson jetzt. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass Mirna Paunovic jetzt kommt. Und so ist es auch. Kapitzer auf die Bank, Paunovic rein. Natürlich auch mit der etwas kleineren sozusagen Post-Rotation mit den vier Spielerinnen müssen sie sich hier schon ihr Foul-Management aufteilen. Bereits zwei Spielerinnen da mit drei Fouls. Waters hier mit zwei erfolgreichen von der Linie. Okay, und Göttingen ist jetzt in der Zone. 1-2-2-Zone. Da wird die Mitte dicht gemacht. Eine 1-2-2-Zone. Bei dieser Aufstellung muss man den Ball auf den High Post bekommen, damit die Spielerinnen den verteidigen und dann bieten sich die Dreier. Das wurde gerade nicht getan und damit konnte Winfield auch einen relativ freien Wurf gegen Zone bekommen. Schöner Drive da von Annika Soltau. Und Waters kassiert da auch das dritte Foul. Auch das dritte Foul, ja. War da eigentlich nur ganz knapp nicht in der richtigen Position. Also es war nicht so ein ganz offensichtliches Foul. Sie war wahrscheinlich einmal ein kleines Schrittchen zu spät. Kam da noch von der Seite. Aber knapper Call. Ich denke immer, wenn man sich beim Schiedsrichter zu oft beschwert, wenn man zu oft mit ihm spricht, dann habe ich immer das Gefühl, dass der Schiedsrichter dann bei der nächsten 50-50-Entscheidung vielleicht doch das Foul dann pfeift, wenn man sich zu oft beschwert hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Also mit den Schiedsrichtern darf man sich nie verschätzen auf dem Feld. Auf keinen Fall. Lange nicht so aggressiv beim Pick and Roll, wenn Crowder spielt. Da haben sich die Eisvögel was einfallen lassen, um vielleicht dann eben nicht in Unterzahl zu sein, wenn sie aus dem Double Team gut rauskommt, was sie auch hervorragend kann. Starke Bewegung von Annika Soltau, links gezogen, es wurde zugemacht, die ganze Energie von der Verteidigung ist mitgegangen, eine Drehung um den Körper herum und man hat einen easy Baby-Hook. Schöner Drive hier eigentlich auch wieder von Lewis, die wirklich
super viel auch in der Offensive beiträgt bei den Veilchen, aber einfach im Abschluss dann doch immer ein bisschen unglücklich ist. Aber sie hat gegen die beste Verteidigerin in meinen Augen aus der ganzen Liga gespielt. Krista Reed kann verteidigen von 1 bis 4 jede Position. Und sie spielt immer richtig. Das ist nicht einfach, gegen Krista zu spielen. Ja, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Stark geholfen von Mirna. Schade. Ballbesitz bleibt bei Freiburg. Ich meinte nur, schade, wären da die Finger nicht dazwischen gewesen, wäre es ein Fast Break geworden. Ja. Aber starke Hilfe von Mirna, das ist dann natürlich die Erfahrung, auf die man nicht verzichten kann. Sie weiß ganz genau, wann sie jemanden stört beim Wurf und es war gerade so, Jenny Crowder kommt zum Korb, will den Layup machen und Mirna steht da, ist nicht auf den Fake reingefallen. Ja, also da macht sie vielleicht die manchmal bedingt durch das Alter fehlende Fitness, in Anführungszeichen, ich finde es bewundernswert, wie Mirna hier auf dem Feld noch mithalten kann, macht sie aber auf jeden Fall durch ihre Erfahrung wett und ist da noch ein sehr, sehr wichtiger Part in der Mannschaft. Schöner Pass. Und genau das meine ich. Sie belohnt sich da, Lewis belohnt sich dann nicht für ihren Einsatz, für diesen Run nach vorne. Sehr, sehr schade. Alles richtig gemacht, die Linie richtig gelaufen. Der Pass exakt zu dem Zeitpunkt, wo er kommen sollte. Es war eigentlich alles angemacht. Easy 2 Punkte, aber man muss ihn reinmachen. Man muss ihn dann nur noch reinmachen. Ja. Ne? Schon wieder Krista Reed da genau mit den richtigen Händen, aber dann guckt sie nicht auf den Pass. Kleines Missverständnis hier. Das ist ja dann immer die Frage, wer ist da schuld an diesem Turnover? Ist es der Passer oder ist es der Empfänger? Als Passer muss man natürlich auch schauen, ob der Empfänger auch schaut. Ja, manchmal sieht man aber einfach auch nur ein weißes Trikot im Augenwinkel und denkt sich, ach, die ist vor mir, da spiele ich den Ball hin. Das stimmt. Ja, deswegen ist Basketball ja ein Teamsport. Zweihandwurf, fällt. 11 Punkte Rückstand bei noch 20, 18 Sekunden hier auf der Uhr. So, Mirna Paunovic soll hier die Seite frei machen, damit Britta Dau Platz hat und den nutzt sie auch. Sehr schön hier. Stark gemacht, auch bis zum Schluss. Oebermann. Und mit der Nummer 10 noch Karambazza auf dem Feld für die Veilchen. Bremer hier direkt mit dem ersten Steal. Und Rebound Annika Soltau. Wir haben gerade in diesem Angriff bei Göttingen einige technische Fehler gesehen. Daher hätte man wirklich ein paar freie Würfe bekommen können, hätte man diese Fangfehler, diese technischen Fehler nicht gehabt. Nachdem die ersten beiden Freiwürfe in der ersten Halbzeit von Annika Soltau erst zu kurz, dann zu lang waren, sitzt der nächste jetzt. Starker Drive zum Korb. Fühlt sich sehr stark und der Abschluss auch mit Überzeugung. Starker Abschluss hier von Britta Daub. Die wuschelt sich da irgendwie durch. Mit Kontakt legt sie den rein. Was mir daran besonders gut gefallen hat, ihre Mannschaftskollegin war ein Problem. Hatte sich schon vertribbelt, war schon gut verteidigt und sie macht diesen Cut und hilft ihrer Mannschaftskollegin.
mit der Hand, aber sowas von im Gesicht. Der Dreier hier von Carla Gergelauer. Kann hier an die guten Leistungen aus dem ersten Viertel anknüpfen und macht hier, glaube ich, Punkte 7, 8, 9. Stark, dieser Drive zum Korb in den Körper reingegangen von der Verteidigerin, um dann einen freien Layup zu haben. Wirklich sehr, sehr gut gemacht von Allison Lewis. Übernimmt jetzt ein bisschen hier in der zweiten Halbzeit. Ja, hat sich da garantiert auch schon drüber geärgert, dass sie in der ersten Halbzeit so viele Layups daneben gelegt hat. Ja, die hätte ein spektakuläres Spiel bisher gehabt, wenn sie die Layups reingemacht hätte. Ja, wirklich gute Bewegungen zum Korb. Ja, da ist die Tür so weit offen. Uiuiuiui. Jenny Crowder, den muss man machen. Den macht sie normalerweise auch. Schöne Bewegung von C. Winfield. So, Harald Jansson hier überhaupt nicht zufrieden. Ne? Ruft übers Feld, hey, wir müssen jetzt Defense spielen. Das waren drei nicht verteidigte Korbleger. Das geht nicht. Also hier überhaupt gar nicht zufrieden, ne? Mit seinem Team, mit dem Start seines Teams in die zweite Hälfte. Ich habe den Eindruck, dass Göttingen physischer spielt jetzt in der zweiten Hälfte und Freiburg kommt damit nicht so ganz gut zurecht. Halle merkt auch so ein bisschen, dass die Eisvögel gerade vielleicht mehr Unterstützung brauchen. Und jetzt Britta Daub hier mit dem Airball. Deutlich zu kurz. In meinen Augen hätte sie auch kein Dreier werfen müssen. Der Halbdistanzwurf wäre viel einfacher gewesen und der zählt ja auch zwei Punkte. Ja, da hast du vollkommen recht. Louis mit dem nächsten Abschluss und wieder erfolgreich. Also die hat sich wirklich was vorgenommen hier für die zweite Halbzeit. Sie spielt wirklich tough. Aber Krista Reed hält da dagegen. Mit einem starken Finish auch hier. Freiburg bleibt in der Mann-Mann-Verteidigung aggressiv am Ball. Oh. Krista Reed kriegt da so ein bisschen die Schulter auch ab, mit der Lewis vorausgeht. Also ich war mir kurz nicht sicher, ob da nicht auch, man hätte auch einen Offensivfoul pfeifen können, aber eben Krista Reed so ein bisschen von der Seite. Deswegen haben sich wahrscheinlich die Schiedsrichter für das Defensivfoul entschieden. Also von unserer Seite sah es ein bisschen aus, als ob die Schulter tatsächlich vor dem Foul der Verteidigerin war. Aber die Schiedsrichter sind näher dran. Vielleicht haben die das anders oder besser sehen können. Bestimmt haben sie es besser sehen können. Aber jetzt Krista Reed eben auch schon mit drei Fouls wieder. Und man muss sagen, Allison Lewis übernimmt. Spiel von Lewis auf Bremer, die da ein bisschen überrascht ist über die gute Halbzeit von Carla Gergelauer, die jetzt hier aber ihr viertes Foul kassiert. Und Oevermann foul. Wenn man so zum Korb zieht, Baseline, hinterm Brett, ist man eigentlich im No Man's Land. Da hofft man so sehr, dass irgendein Center draufschlägt und ein dummes Foul macht. Und man muss es leider so sagen, sie hat jemanden gefunden. Ja, da hast du recht. Von dort einen Korb zu erzielen, ist relativ unwahrscheinlich. Jetzt hier aber Offensivfoul von Karambazza. Greift da um ihre Gegenspielerin rum.
ist aber mit dem Call überhaupt nicht zufrieden. Zeigt es dem Schiedsrichter auch noch recht deutlich hier beim Zurücklaufen. Es war auch ein Close Call, muss man sagen. Den kriegt man nicht immer. Nee. Schön gespielt von Freiburg, freigespielt und jetzt muss das passieren. Schifffehler. Okay. Schade, aber man hat es wirklich schön ausgespielt, den Ball in den Korb gebracht. Da muss er hin. Ja, Annika hatte da eigentlich ein gutes Matchup. Luisa Nufer jetzt wieder auf dem Feld, vielleicht mit ein bisschen Energie. Luis für drei, zu lang. Aber die will hier wirklich jetzt näher rankommen, ihr Team nach vorne bringen. Da auch aggressiv am Ball dran, macht es gut da gegen die eigentlich wahrscheinlich ein bisschen schnellere Sakaya Winfield. Abschluss von Nufer musste kommen, war gar nicht so schlecht. Sie hat einen total freien Wurf, den muss ich sofort nehmen. Traut sich aus diesem Curl nicht zu werfen und macht dann einen Drive. Der Wurf war um einiges schwieriger. Nach dem Sprungball jetzt Ballbesitz für Göttingen. In der ersten Halbzeit hatte ich den Eindruck, dass Freiburg das Tempo diktiert hat, schnell gespielt hat und dadurch die dominierende Mannschaft war. Jetzt in der zweiten Halbzeit, die ersten 5,5 Minuten, sehe ich eher das Gegenteil der Fall. Göttingen diktiert das Tempo. Ja, vor allem die Physis. Also sie spielen einfach so viel härter, dass Freiburg gerade ein bisschen überfordert ist damit. Und wir können nicht das ganze Spiel hoffen, dass Göttingen die Nerven legt. Winfield mit dem dritten Dreier. Nein. Aber guter Offensiv-Rebound wieder. Eng, ganz eng da in der Zone. Da hat Britta Daub aus meiner Sicht fast noch Glück, dass sie diesen Pfiff kriegt. Klar ist auch Kontakt da, aber es ist alles sehr eng gewesen da. Ja, das sehe ich genauso. Da hat sie doch Glück gehabt, diesen Pfiff zu bekommen. Aber wir brauchen wieder Punkte. So kann man es machen, ne? Freiburg verwerfen und dann das End One. Wir dürfen nicht vergessen, Annika Soltau ist erst 18 Jahre alt und das ist schon beeindruckend, was sie sich traut und wie sie spielt. Hat noch heute ein bisschen Pech mit den Abschlüssen, mit den Korblegern, aber es ist schon beeindruckend, mit 18 so zu spielen. Auf jeden Fall, ja. Findet auch oft gute Situationen, wo sie weiß, okay, jetzt gehe ich hier mal in mein Post-Up, nutze meine 1 gegen 1 Situation. Also liest sie schon wirklich sehr gut. Und nächster guter Rebound von Luisa Nufer. Also mit dem Offensiv-Rebounding der Eisvögel haben die Veilchen immer noch starke Probleme. Oh, jetzt ist klar, es ist Mismatch, Crowder gegen Kapica. Man muss den Abstand halten. Hat sie gut gemacht, Emmy hat es stark gemacht ohne Foul. Trotz Foulbelastung mit rein. Ja, gerade auch Jenny Crowder, ja nicht unbedingt die Aufbauspielerin, die den Dreier so viel nimmt, sondern wirklich gerne den Korb attackiert und da mit ihrem Tempo arbeitet. Da war das genau richtig von Emmy, einfach abzusinken ein Stückchen und ihre langen Arme zu nutzen. Ne? Schade, dass der Dreier von Luisa nicht gefallen ist. Sie hatte gestern beim Damen-2-Spiel gesagt, ich
glaube, 5 getroffen. Ja, gestern wirklich super gutes Spiel von Luisa. Starke Rotation. Oh, schade, ich wollte gerade noch sagen, starke Rotation von Freiburg in der Verteidigung. Die eine hilft der anderen und dann doch das Foul. Das ist der vierte Foul von Andy Kapitzer. Die jetzt hier wahrscheinlich auch erstmal auf die Bank geht. Dreifachwechsel bei Freiburg. Emmy Kapitzer muss raus in den vierten Foul. Annika Solter braucht eine Pause, genauso wie sie Winfield. Beide Teams jetzt auch in Team-Fouls. Also beim nächsten Foul von beiden Mannschaften geht das andere Team dann an die Linie. Vielleicht auch die Möglichkeit, jetzt da noch mal ein bisschen mehr den Kontakt zu suchen, ne? Im Kontakt zum Korb zu gehen. Waters hier gegen Paunovic. Schöner Abschluss. Waters wegen Foulproblemen kaum gespielt. In der zweiten Halbzeit noch gar nicht eingesetzt. Und jetzt mit diesem Jumpshot kommt sie vielleicht eventuell ins Spiel. Nächster Rebound, Nufa. Macht sie schön mit dem End-One. Hätte da eigentlich auch schon direkt beim Rebound wahrscheinlich das Foul ziehen können. Da war auf jeden Fall viel Kontakt dabei, aber setzt sich dann gut durch. Luisa jetzt im dritten Offensiv-Rebound, wenn ich das richtig gezählt habe. Und auch jetzt die Bewegung, damit sie diesen Wurf bekommt, richtig gut gemacht. Wir haben wieder drei auf dem Feld, die gestern schon gespielt haben, bei den Damen zwei. Man merkt, dass sie da Selbstvertrauen packen und das auch in die erste Liga mit reinbringen. Ja, tut ihnen auf jeden Fall gut. Das ist ein schönes Konzept, was die Eisvögel da haben. Einfach Möglichkeiten zu bieten, jungen Spielerinnen viele Minuten zu geben in Liga 1 und 2. Funktioniert auf jeden Fall gut. Stark ausgeboxt, wirklich stark gemacht. Von allen Fünften stark ausgeboxt. Da sieht man, wenn die kleinste Spielerin auf dem Feld mit Pauline Meyer einen ganz leichten Defensiv-Rebound bekommt, dann weißt du immer, alle anderen haben gut gearbeitet. Heute eine super ausgeglichene Partie. Also bei den Eisvögeln keiner mehr als 10 Punkte, aber dafür auch Winfield 10, Soltau 9, Daub 7, Gergelova 9, Meyer 8. Also super ausgeglichenes Scoring da. Bei den Veilchen jetzt deutlich als Topscorerin herausgearbeitet. Allison Lewis mit 17 Punkten schon. Interessante Freiwurftechnik gerade von Kleskova. Da fallen alle drauf rein und sie kriegt dann meistens einen Wurf, wenn sie daneben macht, weil alle mit der Täuschung quasi in den Bereich in die Zone reingehen, wo man nicht reingehen darf, bevor nicht der Ball. Stoppt da eigentlich die Bewegung ab. Es ist relativ untypisch auch für eine Frau, dann komplett aus dem statischen, oberhalb der Stirn sozusagen abzuwerfen. Ja. Da bleibt dann nicht mehr so viel Beschleunigungsweg übrig. Okay, auf der einen Seite wird der Pfiff nicht gegeben bei Krista Reed und identisch selbe Situation wird Pauline Meyer gepfiffen. Crowder jetzt an die Linie. Nicht, dass ich sage, es war kein Foul an Crowder, aber man hätte auch mit Krista Reed einen Foul pfeifen müssen. Ja, der Abstand bleibt eigentlich seit dem ersten Viertel so immer um die knapp über 10. So richtig wegkommen die Eisvögel nicht, so richtig rankommt, aber Göttingen auch nicht. Ich hatte plötzlich den Eindruck, mit den Wechseln und den jungen Spielerinnen, die er reingebracht hat, ist plötzlich was passiert. Oh, offensiv Rebound, Paula, das ist natürlich stark.
nicht versucht abzuschließen gegen die große Spielerin, sondern rausgepasst auf die Schütze Christa Reed. Man kann es nicht besser machen, muss man sagen. Gut gesehen, ja. Und hier würde sich jetzt Assistant Coach Robert Leichter wieder tierisch aufregen, weil er immer sagt, Christa Reed steht immer mit einem Zentimeter auf dieser Dreipunktlinie und deswegen ist es immer ein Zweier und kein Dreier. Da verbringen die beiden teilweise Stunden in der Halle, wo er sagt, du stehst zu nah an der Linie dran. Ja, da hat er recht. In dem Fall schon wieder. Ja, der war ärgerlich. Der war wirklich ganz knapp nur ein Zweier. Ah, schade. Ah, sie darf diesen Lab daneben machen. Der war nicht einfach. Das war die Shot Clock, aber das Foul danach, das ist zu einfach. Frustfoul sozusagen. Ja, da muss man aber diszipliniert sein, weil es gibt zwei einfache Freiwürfe und den darf man nicht machen, dieses Foul. Ja, ja, da hast du recht. Boah, das jetzt mit zwei Freiwürfen. Und so kann man natürlich auch den Spieler wieder ins Spiel bringen mit einfachen Freiwürfen. Dann kriegt man ein bisschen Selbstvertrauen, wenn man sie reinschießt. Und dann kann es natürlich immer gefährlich werden. Vor allem bei Waters, die einen Punkt im Schritt macht. Einige auf jeden Fall. Ja, hier auch schon fast wieder der Stil. Glaskova, die hier eigentlich den Ballgewinn hat, dann aber knapp auf der Linie steht und darüber regt sich Harald Jansson richtig auf. Also so ein bisschen unkonzentriert, was die Eisvögel teilweise gerade aufs Parkett bringen. Man kann nicht die Zeit ganz runterspielen. Manche Trainer gehen da 2-for-1, das heißt, man schnell einen Abschluss suchen, damit man auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit hat. Schade, eigentlich so der Signature-Move von Paula Paracic da. Ja, bestimmt. Den haben wir lang geübt. Stundenlang in der Halle gestanden, oder? Sorry. Ja. Crowder spielt es jetzt aus. Jetzt wird es aber dann doch langsam knapp. Aber schönes Anspiel hier auf Bremer. Aber auch die müssen rein. Also da sind doch noch einige Dinge, die... Mit seiner Aufstellung, sehr interessant. Fast das jüngste Setting jetzt, was wir aufstellen können, oder? Ja. Und noch 10 Sekunden auf der Shotclock. Schöner Pass. Sehr schöner Pass. Und den muss man auch machen. Also das war so ein schöner Assist. Das war ein saustarkes Spiel von Pauline Meyer. Und endlich kriegt die Luisa, damit sie belohnt sich. Also gefühlt ist Pauline reingezogen und wusste schon, ich schmeiß das Ding jetzt gleich da raus. Der war ganz stark. Man muss sagen, mir gefällt die Verteidigung besser, wenn diese Konstellation, wenn diese Aufstellung auf dem Feld ist. Sie sind irgendwie schneller, jünger, flexibler, agiler. Ja, auch so ein bisschen galliger, sagt man irgendwie. Die wollen diesen Ball haben. Ja. And one hier von Glaskova. Der schöne Curl eigentlich von Paula Paracic da und eigentlich auch die richtige Entscheidung zu Luisa Nufer rauszupassen, aber der war da ein bisschen ungenau. Der war wirklich ungenau, das ist schade, weil man hat es wirklich toll gespielt, man hätte einen freien Drei gehabt, Luisa hat ihn gerade getroffen, Paula macht eigentlich alles richtig, aber der Pass war natürlich saubig. Schöne Verteidigung da. Stil von Christa Reed, sehr gut als Team verteidigt. Und dann das Foul.
von der Nummer 10, Karambazza, die jetzt auch erstmal auf die Bank geht und für sie die Nummer 8 wieder auf dem Feld, Kretschmer. Göttingen spielt jetzt sehr, sehr, hat eine sehr, sehr große Aufstellung. Dadurch bekommt Freiburg natürlich gute Drives, weil man schneller ist und auch die freien Dreier. Wenn die sitzen, gewinnt man das Spiel, wenn nicht, wird man Probleme haben. Da muss man da gut verteidigen, was man gerade Waters gezeigt hat, was man nicht geschafft hat. Dreier für Nufa, auch kurz, jetzt gerade eigentlich zwei gute Würfe, einmal von Krista Reed aus der Ecke, jetzt nächster Angriff von Luisa aus der Ecke. Beide nicht drin und da sind es auch nur noch 11 Punkte. Göttingen gerade mit einer guten Phase, obwohl Jenny Crowder auf der Bank sitzt. Britta Daub wieder zurück. Da freuen sich die Freiburger Fans aber ganz schön laut über diesen verworfenen Freiwurf von Lewis. Den zweiten macht sie aber rein. Okay, spannend. 63-53, noch 8 Minuten. Da ist doch alles drin. Ja, 10 Punkte in 8 Minuten ist kein Problem. Spannend. Die nächsten 2 Minuten werden hier, glaube ich, echt mal wegweisend sein. Und Luisa drückt wieder ab und der sah richtig gut aus. Das haben wir von hier oben gut gesehen, Swanny. Ja, du sahst genau in der Linie, das sah wirklich gut aus. Der war wichtig. Ich finde es auch schön, dass sie weiter abdrückt, auch wenn jetzt nicht alles reingefallen ist heute. Aber solche Würfe, das kann Luisa und die muss sie auch nehmen. Das stört mich jetzt ein bisschen im Freiburger Spiel. Man ist nicht mehr so konsequent in der Verteidigung, nicht mehr so konsequent beim Rebounding. Ja. Und das ist faul. In meinen Augen, das ist kein Ausboxen mehr. Ja. Hier ist die bessere Position von einem Angreifer und da wird nur rausgeschoben. Ja, auch gerade fällt mir das oft auf gegen Annika Soltau, wenn sie im Sprung zum Ball nach oben ist, dass sie dann halt noch so einen Schub kriegt. Und das ist auch einfach nicht... Das sind auch gefährliche Situationen. Das ist einfach verletzungstechnisch nicht ganz ohne, da noch zu schieben. Ja, das sehe ich auch so. Aber da hat die Gegenspielerin auch überhaupt gar nicht Annika Soltau im Blick. Also sie weiß nicht mal, dass sie hochspringt. Hallo, es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Spielt ein sehr gutes Spiel hier, ja. Tolle zweite Halbzeit. Ja. Trotzdem muss sie da hart verteidigen. Sie darf da nicht zurückstecken, auch wenn sie einen Foul riskieren müsste. Schön gespielt. War sie schon fast ein bisschen weit unterm Korb durch, aber das war ein sehr schönes Zusammenspiel hier von den Freiburgerinnen. Man hat irgendwie das Gefühl, dass der Korb in der ersten Halbzeit für Göttingen, heute in der zweiten Halbzeit für Freiburg, dass der Korb keine Layups zulässt. Ja, ja, hier die rechte Seite von uns aus gesehen ist zugenagelt. Ja, das ist einmal im Spiel passiert, das ist ja schon... Ich habe es im Moment auch gedacht, zweimal im Spiel habe ich das noch nie gesehen. Naja, diesmal zeigt wieder der Ball zu den Eismögeln. Schöner Drive, auch ganz spannend. Britta macht es immer, sie nimmt den Ball gar nicht erst in zwei Hände, sondern nimmt den Ball aus dem Dribbling einhändig nach oben. Der Dennis Schröder-Move, wie man so schön sagt. Ja. War stark verteidigt. Aber Freiburg kommt nicht zum Ball hin. Dann hat sie immer die zweite Hand frei, um Arme aus dem Weg zu räumen. Ja, das stimmt. Und Crowder für 3. Rebound. Das ist so erstaunlich. Die Winfield ist nicht gerade die größte auf dem Feld, aber was sie an Rebounds holt. Und hier auch mit ganz, ganz wichtigen 2 Punkten. Wenn man da drüben den 3... Trainer, nein, doch nicht. Okay,
Ecke. Sie Winfield spielt jetzt gegen Lewis, auch ein interessantes Matchup. Physisch ist Lewis natürlich einiges stärker. Mal schauen, wer diese Frau bekommt. Er ist gnädig und gibt es Lisa Nova. In meinen Augen war es Emily Kapitzan. Das wäre der fünfte Fall gewesen. Aber manchmal denke ich mir auch, die Schiedsrichter wissen das ja auch. Also sie wissen, sie hat ein böser Pfiff gewesen. Ja, das sehe ich genauso. Das ist Faul auf jeden Fall so und für den 50 wäre es wirklich bitter gewesen. Wir brauchen einen guten Rebound. Schöner Drive hier. Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber... Was man gerade beim Einwurf von Götting gut beobachten konnte, die Verteidigung von Britta Daub, sie macht so viele Schritte, stopft so viele Löcher. Der Pick war nicht gut geswitcht, die Übernahme hat es sozusagen nicht geklappt, aber sie hat es sofort registriert und es hat es sofort zugelaufen. Ganz starke Leistung. Hier der Layup von Maeda. Und Freiburg versucht aber direkt wieder aufs Tempo zu drücken. Schöner Move hier von Sea Winfield. Die übernimmt hier jetzt in den letzten Minuten schon echt wichtige Aktionen. Absolut. Das Matchup ist total interessant. Dieser physische Vorteil ist natürlich der Vorteil von Winfield ist natürlich die Geschwindigkeit. Und das hat sie gerade ausgenutzt. Ja, ist schon witzig, weil Sea Winfield hat sich da ja eigentlich fast so ein bisschen aufgepostet. Ja. Mit der Größe und dem Körper wird man das normalerweise nicht automatisch machen, aber sie hat da auch einfach ein gutes Bewegungsrepertoire, um ihre Schnelligkeit zu nutzen, da sich um ihre Gegenspielerin zu drehen. Wenn man sie noch nie spielen sehen hat, dann würde man sagen, von ihrer Körperstatur ist sie eine klassische Point Guard. Genau, ja. Ja. Der amerikanische Schrittfehler. Ja. In Europa muss man den Ball zuerst auf den Boden setzen, bevor man einen Schritt macht. Ja, da müssen sich viele Spielerinnen erstmal dran gewöhnen, wenn sie hier nach Europa kommen. Ich wollte gerade sagen, wichtiger Angriff für Göttingen, wichtiger Angriff, wichtige Verteidigung für die Eisvögel. Jetzt kommt ein End-One. Das ist natürlich suboptimal. Suboptimal. Ja, erst bleibt Sea Winfield da in diesem Block ziemlich hart hängen, ist dann so einen halben Schritt hinten dran. Interessant ist, dass Kleskova von den Trainern als Shooterin gescoutet wurde. Aber gerade hat sie einige Drives gehabt, die sie zu Easy Layups gebracht hat. Wieder Winfield, schade. Zu kurz. Ja, auch schön. Schön gemacht von Waters. Das war ein Veteran-Move. Der linke Arm ist um den Körper. Ja, generell muss man sagen, wenn man sich die Aufstellungen anguckt, eigentlich Freiburg auf jeden Fall mit einem Inside-Vorteil, der jetzt aber im Spiel nicht so richtig zur Geltung gekommen ist. Vielleicht durch das gewonnene Rebound-Verhältnis schon. Aber sonst auch viele gute Aktionen, gerade von den kleineren Spielern der Freiburgerin. Und hier unglücklicher Turnover. Den konnten wir nicht sehen. Was Schrittfehler? Ich konnte es nicht sehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Defense!
gute Hände hier von Annika Soltau. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, den Ball da zu haben. Schöner Überblick. So, das ist ein Fastbreak, da muss man einen guten Abschluss finden. Glück gehabt. Uiuiuiuiui. Da haben die Eisvögel wirklich Glück gehabt, dass sie hier im Ballbesitz bleiben. Ich wollte gerade sagen, den pfeifen die Schiedsrichter fast überhaupt nicht, dieses Reingreifen beim Pass. Beim Passempfang, ja. Ja, beim Passempfang. So, Louis wieder auf dem Feld. Und diesen Wechsel finde ich ganz gut für aus Freiburger Sicht. Nicht, dass Louis wieder da ist, aber dass Kleskova raus ist. Die hat jetzt auch zum Schluss ein bisschen das Heft in die Hand genommen und einige Korbleger, einige Drives gehabt. Ja. Das ist ein Mismatch Crowder gegen Soltau, aber Freiburg sieht es nicht. Ja, Britta Daub eigentlich ja auch im vermeintlichen Mismatch hier gegen Waters, aber Waters macht es gut in der Verteidigung, da kommt Britta nicht durch, ja, und muss dann irgendwie so einen Notpass spielen. Waters lässt hier natürlich den Zwei-Punkt-Wurf, den Britta Daub nicht genommen hat. Den Drive hat es nie zugemacht, da muss die Halbdistanz abstoppen, dann da ist das Mismatch. Den muss man natürlich mit Selbstvertrauen, mit Überzeugung nehmen. Ja. Jetzt schon seit über einer Minute keine Punkte auf beiden Seiten, ne? Und da wird C. Winfield eigentlich von ihrer eigenen Mitspielerin ausgenockt. Und Maeda für drei. Und schon wieder C. Winfield mit dem Rebound. Sie hat ihren Emmy Capita übersprungen, die ist gefühlt einen halben Meter größer. Jetzt hier auch ein Mismatch eigentlich für Annika Soltau gegen Maeda. Durch die unfassbar starke Defense. Dreier, schön gespielt, alles super. Der war unheimlich wichtig. Crunch Time. Schneller Abschluss hier von Waters. Und schon wieder C. Winfield. Das ist Wahnsinn. Das muss ausgespielt werden. Man hat Zeit. Man braucht nicht gleich den ersten Wurf nehmen. Man hat Zeit. Schwieriger Wurf da eigentlich. Sehr schwieriger Wurf. Eigentlich zu schwer, aber sie hat ihn reingemacht und das ist das Einzige, was zählt. Schön verteidigt von Annika Soltau. Aufspielen wäre jetzt die Devise. Wir haben genug Zeit. Die Zeit ist auf unserer Seite. Knapp eine Minute, 10 Punkte. Stark gespielt, schade. Aber sie hat es schon wieder. Das ist unglaublich. Sieht dann Krista Reed an der Linie. Der passt leider ein bisschen ungenau, deswegen kann Krista keinen Wurf machen, aber attackiert den Korb. So, es scheint so, als würden die Eisvögel sich diesen Sieg hier eintüten. Ne? Mit konzentrierten letzten anderthalb Minuten und auch der Wurf von Maeda hier deutlich zu kurz. Und jetzt Winfield raus, Nufa rein, Pauline rein, Britta Daub raus und auch Myrna Paunovic darf noch für Emmy Capizza aufs Feld. 12 Punkte, 35 Sekunden vor Schluss. Göttingen hat auch keine Foul-Probleme, also keine Mannschaftsfouls. Es macht keinen Sinn mehr zu faulen. Das Spiel ist durch. Das Spiel ist durch, ja. Stil von Crowder. Nochmal ein Dreier von Louis, der mit Foul reingeht. Dreier mit Foul. Wir haben das auch so ein bisschen gechinkst, Sonny. Ach ja. Und sichere Einwürfe machen. Louis jetzt schon mit ihrem 26. Punkt. Also 26 Punkte. Ja. Dafür, dass sie wahrscheinlich in der ersten Halbzeit locker noch mal 8 obendrauf hätte legen können mit den einfachen Layups. Ganz, ganz starkes Spiel von ihr, Allison Lewis. Man muss schauen, dass man Pauline da nicht alleine lässt. Oh, ein Stück. Zeitprobleme oder was war hier? Es ist
glaube ich, nicht so ganz. Ja, genau. Sekunden, 8 Punkte Vorsprung für die Eisvögel. Es wird gerade angezeigt, noch 6 Sekunden Zeit, um über die Mittellinie zu kommen. Ja. Gute Variante hier. Okay, Chris Reed ist erfahren genug, um zu wissen, den Ball gebe ich nicht mehr. 10 Sekunden, jetzt kann man wirklich sagen, das Spiel ist gelaufen. Ja, wobei die Veilchen bis zum Ende kämpfen und das freut mich auch. Schöner Move hier von Mirna Paunovic. Das freut mich. Das war schon, was sie noch mal reingemacht hat. Ja, macht sie da auch wieder mit all ihrer Erfahrung. Schöner Schluss hier. 10 Punkte.